So, da ist schon eins. Das ist aber Weibchen. Das bringt uns gar nichts. Ich will das Männchen haben, aber das lässt sich noch nicht sehen. Das heißt, ich versuche jetzt mal noch ein bisschen zurückzugehen. Als Männchen müsste über den Hügel da vorne kommen. Aha, da schreit es. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal callen. Und dann noch weiter zurück. So, jetzt gehen wir noch weiter zurück. Und wir versuchen auf den Hügel da zu kommen. Ich glaube, wir sind weg von der Callspur. Da kommt er. Da oben, da oben, da oben, da oben. Das müsste sein, ja? Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Schön. 650 bis 1030. So. Jetzt müssen wir uns schauen, dass wir uns irgendwie hinlegen. Dass wir den schön erwischen. So. So, getroffen habe ich ihn, glaube ich. Die Frage ist jetzt nur, wo. Sehen wir jetzt gleich. Kann man mal bis letztes Mal eher alles vertrieben. So, das ist er, glaube ich, noch nicht. Nein. Da müsste die Spur sein. Ja, getroffen Hammer. Dann zeigen wir die Körper. Oh mein Gott. Das ist ja wieder super. Das hast du wirklich super gemacht, Herr John Myers. So, das ist ja auf alle Fälle nicht. Irgendwo muss die flüchtende Spur sein. Da haben wir Blut. Okay, dann folge ich der jetzt. Und wir sehen uns dann, sobald ich das Tier habe. Bis gleich. Ja, da bin ich auch schon wieder. Wir haben doch gerade eine Sau geschossen und da vorne kommt nochmal eine. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das männlich oder weiblich ist. Die Spur, die kann man dann immer noch folgen. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier hoch. Mal schauen. So, dann schauen wir mal, was wir da haben. Ah, jetzt sehen wir sie nicht. Jetzt, ah. Komm, zeig mal deine Daten hier. Ist auch männlich, aber die ist kleiner. Aber die nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Ein bisschen ran da. Ah, da läuft sogar unsere sowieso hinter. Die Spur ist da, Moment, Telefon. So, da bin ich auch schon wieder. Sorry, das war mal gerade meine Frau. Ja, warum gibt es momentan keine Aufnahme mit mir und meiner Frau? Ganz einfach, meine Frau, ihr PC ist im Arsch, der ist kaputt und momentan einen neuen kaufen ist nicht drin. So. Jetzt komm mal her da. Komm, du Suck-Suck. Wir legen uns jetzt mal hin und warten einfach mal, weil ich möchte die richtig treffen. Gut. Erledigt. Und da ist nämlich die nächste Spur von der, was wir vorhin geschossen haben. Der müssen wir ja dann auch noch folgen. So, aber jetzt heben wir erstmal die auf. Wenn wir Glück haben, ist die andere auch nicht weit. So. Was haben wir da? 549, also 549, 589. Entschuldigung, und wenn ich immer sage Wildsau, ich meine natürlich verwildete Schwein, aber sorry, das ist halt eine Sau. 163,7 Kilo männlich, 26,2 Meter Körperschädel, Gehirn, Schulterblatt, Eingeweide, 90,9 das Core. Ja, und 99,5 Trophäenwert. Ist aber relativ klein, muss man schon mal sagen. Aber naja, was soll's? Sau ist Sau, Abschuss ist Abschuss. Gut. So, und jetzt gehe ich zurück und folge der anderen Spur noch weiter. Ja, meld mich, sobald sich was tut. Bis gleich.
So, und da bin ich schon, und da liegt sie schon, und da liegt sie auch schon. So, dann schauen wir mal, wie groß sie ist. 844.972 T. CSS 43,4. Aus 52 Meter in den Körper. Na, das ist doch schon mal cool, oder? Da haben wir wieder eine schöne Sau. So, und dann geht es natürlich weiter mit dem Rundgang. Und ja, sobald sich wieder was tut, melde ich mich wieder. Bis dann. So, und da bin ich auch schon wieder. Der nächste Call. Eine Sau. Also eines verwilderten Schweines, männlich. Aus dieser Richtung da oben. In der Kuhle, da wo man das Zelt sieht. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Und ich melde mich dann, sobald sich was tut. Bis gleich. Okay, da bin ich schon wieder und da steht was. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das weiblich oder männlich ist. Das ist weiblich, glaube ich. Ne, ist männlich. Dürfte männlich sein. Männlich, wow, bis 1040. Den kommen wir noch ein bisschen her. Und dann schauen wir, ob der Geruchsritt. Das ist nämlich nicht das Tier, was ich hier auf dem Ding hatte. Mal gucken, wie weit das der weg ist. Ah, kommt auf mich zu, schön. Und wir müssen eigentlich gut treffen. Ah, nicht verstecken, nicht verstecken, nicht verstecken. Naja, sowas kommt vor. Dann schauen wir hoch zu dem anderen. Da war ja noch eins. Oder wir warten einfach hier, bis es kommt. Ja, wir warten jetzt einfach hier. Jo, bis gleich. So, und da bin ich wieder und da ist die Sau. Ich habe es jetzt auch schon nochmal gecallt. Und weiter hinten, also sprich, ich zeige es euch kurz. Mehr als da oben, wo es blinkt, am Hundermate, da ist auch eine. Also es wimmelt heute vor Schweinen. So, wir werden uns jetzt hier hinlegen und das warte ich einfach ab. Ich muss jetzt die hier locken. Ich call nochmal. Sind da mehrere unterwegs oder was? Sehe ich das da richtig? Ja, da sind mehrere unterwegs, aber das ist ein Weibchen, oder? Ja, komm, gib mir deine Daten. Wir haben halt Schweineglück. Wir können am Schluss sagen, wir haben Schwein gehabt. Ja. Da kommt jetzt die mit 840. Das heißt echt aufpassen. Erst die auch noch abhaut, das wollen wir natürlich nicht. So, abwarten, wahrscheinlich einen Schluck Kaffee trinken in aller Ruhe. Da hat sie sich wieder aufgeblinkt. 460 bis 840 das Korb, 175 bis 205 Kilogramm schwer. Naja, ist jetzt nicht groß, aber naja, es ist ein Schwein. Oder eine Sau. Also, da kommt sie. Wir lassen sie aber noch weiter ran, noch viel weiter ran. Mindestens noch. Um die, ja, so dass sie bei 40 Meter circa ist. Na komm. Komm, Schweinchen. Jetzt kommt die vordere, jetzt kann man gleich mal schauen, was das ist, aber das ist ein Weible. Ja, Weibchen. Die wollen wir nicht, wir wollen die Sau da hinten. So, dann holen wir uns mal die Waffe. Dann schauen wir mal. Ja, die ist noch zu weit weg. Sieht man mal den Größenunterschied zwischen männlich und weiblich. Da warten wir noch ein bisschen.
Okay, und die andere Sau kommt jetzt auch näher. Alter, Scheiße. Naja, da kann man jetzt nichts machen. Mal schauen. Wie weit bist du da? 52 Meter. Mal Pech haben, verschwindet die jetzt aus dem Fokus, deswegen, wenn man jetzt, nee, nee, das Weibchen ist wieder hinten, okay. Können wir noch ein bisschen ranlassen. Möchte ich echt einen guten Schuss abgeben. Möchte sie gut treffen, damit sie gleich liegt. Nochmal Waffe ablegen. So, jetzt müsst ihr hinhauen. Jawohl, die liegt, die liegt, die liegt schön. So muss es sein. Die andere Sau ist es wahrscheinlich ab, die was hier hinten noch gecallt hat. Aber das ist mir eigentlich gleich. Können wir mal hinschauen. Na, da drüben ist ungefähr die Spur und dann sehen wir es ja. Gut, jetzt glauben wir erstmal die zusammen. Naja. Wir sind jetzt erst 3 Kilometer gelaufen. Also so weit sind wir noch gar nicht rum um die Insel. Wenn man schaut, also mir ist vorhin eins aufgefallen, ich habe das Zelt vergessen, weil ich kann wahrscheinlich gar nicht komplett durchlaufen, weil einfach das viel zu viel Zeit aufwendig ist. Und ich werde immer so zwischen 15 und 20 Minuten die Videos machen, also die Zusammenschnitte. Körper, Schädel, Schulterblatt, rechte Lunge, Eingeweide, 697,800 W, CSS 31,7, Trophäenwert 100%, 177,5 Kilogramm schwer. Na also. Gut, gibt größere, aber wir haben doch heute schon unsere Trophäe, den weißen Albino. Was soll's? Also weißen Albino-Kojoten. Schon mehr kann man ja gar nicht haben. So, ich gehe doch mal weiter und melde mich dann, sobald sich wieder was tut. Bis gleich. Okay, Leute, und da bin ich schon wieder und wir haben einen Kojoten. So, jetzt gehe ich bloß hier hoch, bevor ich jetzt den Ruf absetze. Damit wir vielleicht mehr sehen. Schauen wir mal, wo war jetzt der? Von da hinten muss der irgendwo kommen. Und dann schauen wir mal, ob wir den irgendwo sehen. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Kojote? Da kommt er. Kommt immer verdammt schnell. So. Liegt. Schön. Schön, schön, schön. Bitte ein Kojote männlich. Echt super. Noch nicht mal 4 Kilometer und schon ganz gut was weggeschossen. Aber schon 1,5 Stunden unterwegs. Sieht er anhand des Hunter-Mates. 1 Stunde im Spiel ist 1/2 Stunde in Real Life. So, da liegt er. So. Na, mal schauen. Was hast du denn? 43 Meter in den Hals. 18,4 Kilo, 40,488, CSS 38,8. Gut. Und dann geht's auch schon weiter. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Tier. Bis gleich. So, und hier haben wir eine ganze Herde Hirsche und nur Weibchen. Nur, Level 7. Cool, beim Muledeer-Spotting, das ist schön. Ja, nicht wundern, ich habe die Mission nochmal neu gestartet, weil meine Frau und ich wollten das eigentlich nochmal machen mit unserem Spielwasser-Kanal. Aber wie gesagt, das steht momentan still, da ja ihr Rechner kaputt ist und die uns momentan, ja, es ist unmöglich,
momentan sich einen neuen zu kaufen. Ja, aber da ist jetzt nichts Männliches dabei. Das heißt, wir ziehen weiter, lassen wir die ziehen. Denn die wollen wir eh nicht. Die lassen wir. Die dürfen. Oh, 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 was bist denn du? Weiblich oder männlich? Komm, zeig's an, zeig's, zeig, 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 zeig. Weiblich, okay, darfst laufen. Hast du ein Glück? Habt ihr ein Glück? Naja gut, wir sehen uns dann beim nächsten. Bis gleich. Ja, da bin ich auch schon wieder. Es hat sich bis jetzt nichts getan, aber ich muss jetzt leider mal eine Pause einlegen, sprich aufhören. Laufen wir es doch bis hierhin, bis zu der Lagerstelle. Und dann machen wir Schluss und beim nächsten Mal steige ich dann hier ein. Denn ich habe nämlich mein Zelt vergessen, aber das Gute ist, wir können dann beim nächsten Mal diese Runde weiterlaufen, hier oben rum und bis zu dem Zelt und dann runter. Und dann schauen, ob wir das Zelt mitnehmen oder irgendwie. Ich weiß es noch nicht, denn langsam geht mir die Zeit aus. Ich bin jetzt um 7 Uhr gestartet, jetzt ist 10:30, das heißt, es sind 10 sind eineinhalb, ja, schon fast 2 Stunden, wo ich jetzt hier unterwegs bin. Und also Real-Life-Zeit. Und das, ich muss halt jetzt dann auch noch andere Sachen machen und auch die Videos hochladen und so. Ich habe schon einiges an Material zusammen. Also nicht böse sein, wir steigen dann beim nächsten Mal dort ein. Und dann passt es ja auch. Weil wir können ja dorthin reisen mit den Camping Supplies hier, das wird mir jetzt eins kosten und dann passt es ja auch so gut. Okay, aber jetzt schauen wir noch, vielleicht finden wir ja was. Ich melde mich, sobald ich dort bin oder was habe. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier am Campingplatz quasi, was heißt Campingplatz, hier an der Pausestelle, an der, ja, wie sagt man da, ja, Campingplatz. Und haben ganz gut das Set geschossen. Albino war dabei. Das heißt, wir starten beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, dann hier rein. Mal schauen, wie viel wir beim nächsten Mal erlegen. Aber beim nächsten Mal geht es ja nördlich rum um das ganze Kap. Und zwar, ich zeige es euch mal. Also hier hoch noch. Dann hier rüber. Und dann bis hierhin wahrscheinlich. Das werden wir natürlich dann schon sehen. So, ja, aber jetzt sind wir erstmal hier. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat gefallen. Tschüss.